Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit der wunderschönen und, wie ich herausgefunden habe, am Instagram sehr lustigen Diana Grabowski. Hallo und herzlich willkommen zum Video-Interview. Hallo Julia, schön hier zu sein. Heute reden wir über ein mir also relativ unbekanntes Thema, nämlich über Elevator Pitches für Ideenhelden. Diana ist nämlich die Gründerin der Ideenheldenbewegung, worüber sie uns gleich noch mehr erzählen wird. Und ja, also wir werden quasi das Thema Fascia-Präsentation aus einem ganz anderen Blickwinkel anschauen. Und das freut mich ungemein, weil einfach neue Perspektiven zu gewinnen ist immer sehr, sehr gut und bedeutsam. Diana, was ist zum Teufel die Ideenheldenbewegung? Was ist das? Ja, erstmal so Ideenhelden ist im Prinzip ein anderer Name für Scanner-Persönlichkeiten. Das ist ein Begriff, den die Barbara Sher geprägt hat. Und Ideenhelden und Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die viele Interessen haben, tausend Talente und sich halt mit diesen tausend Talenten und Interessen immer mal wieder verzetteln. Und es sind oft auch so ganz gegensätzliche Themen. Also da kann sich jemand interessieren für Handwerkliches und dann für Kunst und für Finanzen. Und irgendwie ist in allem, ist er irgendwie gut und macht diese vielen verschiedenen Dinge. Und immer mit so einer ganz neuen Begeisterung am Anfang. Also immer wieder diese neuen Herausforderungen. Und es fällt einem Ideenheld, einem Scanner aber schwer, dann länger dran zu bleiben an einer Sache. Und also wie die Luft zum Atmen braucht ein Ideenheld Abwechslung und immer wieder neue Herausforderungen. Und sonst wird es ihm schnell langweilig. Also so Dinge nur umsetzen und nach und immer an einer Sache dranbleiben, das ist nicht so ein Ding von einem Ideenheld. Okay. Also jetzt kriege ich allmählich ein besseres Bild. Ich weiß es ja auch schon, weil wir haben darüber geredet. Aber ich tue immer so unschuldig und wenn wir in die Interviews reingehen, sodass die anderen das erfahren. Ja, also Diana, was bedeutet das eigentlich für einen Ideenhelden, nach dem Beruf gefragt zu werden? Oder was machst du in deinem Business? Weil wenn jemand so vielfältig ist, kann ich mir vorstellen, dass es eine ganz andere Herausforderung und Aufgabe ist, überhaupt da gut antworten zu können. Oder wie ist das? Genau. Also in meinem Business helfe ich diesen vielseitigen Menschen, sich mit ihren tausend Interessen und Projekten wirklich klar nach außen zu positionieren, um da wirklich auch ein Online-Business ein Business aufbauen zu können. Und dieser Elevator-Pitch ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Arbeit, der Positionierung, weil also gerade Ideenhelden, für die ist es ganz, ganz schlimm, wenn sie auf einer Party sind oder Netzwerkverbindung, also Netzwerktreffen und auf einmal kommt dann diese Frage, und was machst du eigentlich beruflich? Und dann ist so schon so das Zittern groß, weil Ideenhelden, wir haben auch oft Angst, dass wir fast ein bisschen für verrückt erklärt werden bei diesen vielen Themen, die uns interessieren oder mit denen wir beruflich rausgehen. Und dann ist immer so die Frage, oh, was dieser vielen Themen erwähne ich jetzt? Und damit er mich nicht für verrückt erklärt. Und das fällt ganz, ganz schwer, dann eben halt sich zu fokussieren und zu sagen, hey, ne, ich arbeite in dem und dem Bereich, sondern dann sagt so ein Ideenheld schon mal, wie ich ja auch vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, als ich noch nicht so wusste, dass ich Ideenheld bin, dann auch gesagt habe, ja, also ich bin Marketingberaterin und Positionierungscoach und aber auch Yogalehrerin und ich mache auch noch Qualitätsmanagement und ach ja, Wildkräuterexpertin bin ich auch noch. Und die Leute haben mich immer angeschaut, als wenn ich vom anderen Planeten komme. Und genauso geht es oft den Ideenhelden und deshalb haben Ideenhelden halt Angst auch vor dieser Frage, weil sie denken, oh je, was denkt der dann von mir, mein Gegenüber? Okay, alles klar, das leuchtet sehr ein und witzigerweise ist es auch für diejenigen, die eine Spitzenpositionierung haben, häufig eine große Herausforderung, da zum Ausdruck zu bringen, was sie machen, wem sie helfen, also das klar zum Ausdruck zu bringen. Also umso schwieriger oder herausfordernder, wenn man ganz viele Dinge für ganz viele Dinge interessiert und abdeckt. Mhm, genau. Okay, also ich spicke ein bisschen von meinem Fragezettel. Ich habe dir
Wie gesagt, heute ist irgendwie mein 12. Video. Wir haben einen Drehtag gehabt und mein Gehirn will die Fragen nicht behalten, die ich habe. Wie schaffen das als vielseitige Ideenheld, sich eine Berufs- oder Businessbeschreibung zuzulegen, die doch leicht über die Lippen geht? Also was würdest du da empfehlen? Ja, im Prinzip das, was uns Ideenhelden am leichtesten fällt, nämlich kreativ zu sein. Also ich empfehle eine kreative Berufsbezeichnung, also sich wirklich die Berufsbezeichnung auszudenken. Anderes zu kreieren, weil das schafft Neugier. Also unser Gegenüber sagt dann, oh, was ist denn das genau? Ich will da mehr wissen. Hm. Und es ist auch so, dass man sich dadurch auch so die eigene Marke kreieren kann. Ne, das ist was, was es oft noch gar nicht so gibt. Und dann komme ich da raus mit dieser kreativen Berufsbezeichnung und der andere sagt, ah, okay, und verbindet gleich den Namen, meinen Namen mit dieser Berufsbezeichnung. Und ja, da kann auch so die eigene Vision oder so dieses eigene Warum durchblitzen. Also da hat man ganz viele Möglichkeiten mitzuspielen. Alles klar, das heißt quasi aus einem vermeintlichen Nachteil einen Vorteil zu machen, nämlich ein USP, eine neue Brand, die es gar nicht gegeben hat und die auch noch neugierig macht. Ganz genau. Also genau meine Ideenhelden. Ne? Das ist so, wenn ich sage, ah ja, ich bin Diana Grabowski von den Ideenhelden, dann erstmal so kling Interesse, aha, was sind denn die Ideenhelden und wofür stehst du, was machst du? Und da begleite ich meine Klienten auch dabei, wirklich in diesen Kreativprozess diese Namen zu entwickeln. Okay. Und da wirklich sowas Einzigartiges, genau den eigenen USP dadurch auch zu transportieren. Okay, sehr gut. Also quasi die Big Idea, die über allem steht, hätten wir damals in der Agentur gesagt. Also wenn wir lauter einzelne Ideen gehabt hätten, wir hätten gesagt zu den Kreativen, hey, okay, so was ist die Big Idea, die einfach über alles drüber steht? Genau, es kann wirklich die Big Idea sein, aber es kann auch ein Bereich sein, der ganz prägnant ist und der so meine Persönlichkeit zeigt. Soll ich vielleicht einfach mal ein paar Beispiele? Ja, Beispiele. Ich wollte dich gerade fragen, hast du Beispiele an der Hand? Also Ideenheld ist schon ein Beispiel. Gibt's noch? Genau. Das andere, mein Partner, der ist Seelengärtner. Mhm. Also er verbindet halt so die Natur und die Menschen miteinander. Ne? Das ist so sein Metier. Mhm. Dann habe ich meinen Kunden, was habe ich alles? Also ich habe Inspirationsquelle. Ich habe eine Wunschgewicht-Verführerin. Wunschgewicht? Ja, genau. Ich komme zu ihr. was habe ich denn noch? Ich habe eine Inspirationsquelle, Ideenmanagerin. Dann, lass mich mal noch überlegen, Bewegungsenthusiastin. Mhm. Und Weltenverbesserin, Weltenbummlerin, also wirklich so die Dinge, wo ich sage, das ist so das dafür stehe ich. Ne? Und wenn jemand dann hinter meinem Rücken so sagt zu jemand anders, ah, oh, guck mal, da kommt die Ideenheldin oder da kommt die Weltenbummlerin, dann würde ich jetzt sagen, ach schön, ja, so will ich gerne genannt werden. Ja, und das bleibt tatsächlich auch in Erinnerung. Also bevor ich dich überhaupt persönlich kannte, ich wusste, Diana steht für Ideenhelden. Also auch bevor ich wusste, was das überhaupt bedeutet, habe ich den Begriff in Verbindung gebracht, weil das wirklich auch erinnerungswert ist. Also super Idee. Okay, so. Jetzt reden wir auf der anderen Seite, weil ich hatte mit jemandem eine Diskussion beim InspiCamp, wo wir waren in Bonn. Wann war das? Letztes Wochenende, gell? Irgendwie eine Ewigkeit her. Und wir haben über die Idee, dass Positionierung, und darum geht es bei dem Elevator Pitch, kann ich zum Ausdruck bringen, wie ich positioniert bin, geht über drei Wege. Entweder die Positionierung über meine Person und meine Expertise, also die Ich-Marke, oder aber über ein spezielles Thema, was ich abdecke. Also wenn ich wirklich ein sehr nischiges Thema habe, ich könnte mich darüber positionieren. Viele wiederum positionieren sich über ihre idealen Kundenzielgruppe, ihre Wunschkunde. Ist es überhaupt für einen Ideenheld wünschenswert und möglich, diese vielfältigen Interessen und Talente und all das, was du uns berichtet hast über den Ideenhelden, sich auf einen Wunschkunden zu fokussieren? Und wenn ja, wie geht das dann überhaupt? Also da sprichst du wirklich ein ganz wichtiges Thema an. Das ist immer eine ganz schwierige Geschichte. Wenn ich sage, so, jetzt schauen wir uns doch mal an, was wäre dein Wunschkunde?
Weil genau das ist ein Ideenheld, der möchte sich nicht festlegen und der möchte nicht sagen, nur diesen einen Kunden, weil ich habe so viel zu bieten und ich kann so vielen Menschen dabei helfen oder was Gutes tun. Es wäre ja viel zu schade, wenn ich mich da nur auf jemanden festlege. Und da ist es auch ganz wichtig, dass ich da auch so die Angst nehme. Also auch selbst wenn ich mich jetzt auf einen Wunschkunden fokussiere, heißt es ja auch, dass trotzdem noch andere Kunden zu mir kommen werden. Aber meine Botschaft ist viel klarer transportierbar, gerade im Elevator-Pitch. Und das nimmt schon mal so ein bisschen den Druck erstmal raus. Und dann fange ich wirklich ganz behutsam an zu gucken, okay, was sind denn so die persönlichen Eigenschaften eines Wunschkundens für dich? Also mit wem hast du Lust zu arbeiten? Einfach, wo die Vision auf der gleichen Ebene ist, ne? Wo das stimmt von den Werten, von dem, wie so ein Kunde auch das Leben sieht und auch mit im Business agiert. Und von diesen, ich sag mal, persönlichen Elementen, wenn wir dann noch das Oberthema klären oder so, die Ausrichtung, die Vision des Business, dann kann ich es von dieser Seite aufrollen und immer ein bisschen konkretisieren. Mhm. Dann wird es leichter. Aber ich brauche wirklich so den Einstieg über diese Persönlichkeit, um dann in den anderen Weg zu gehen. Ansonsten kommt ganz viel Widerstand und verständlicherweise dann das, nee, um Gottes Willen, und ich will doch auch die anderen Themen alle unterbringen. Okay, das heißt, für einen Ideenhelden ist es ein langsames Herantasten an den Wunschkunden, auf die persönlichen Eigenschaften fokussiert und nicht auf die demografischen Informationen, Alter, Geschlecht, wo lebt dieser Mensch, was verdient er oder jenes, sondern eher die psychografische Informationen, wo er oder sie das für sie greifbar macht, wo sie sich einlassen auf diesen Prozess des Wunschkunden. Genau, und auch zu wissen, selbst wenn wir die demokratischen, grafischen Faktoren besprechen, dass das jetzt erstmal nur so eine Hilfestellung ist, um einen Fokus zu bekommen, mhm, und dass eben halt auch andere kommen können. Mhm. Was auch immer sehr gut ist, wirklich dieses Reflektieren in der Vergangenheit, was für Kunden, Klienten kamen schon zu mir, mhm, und was, mit welchen hatte ich die größte Freude zu arbeiten. Ja, das liebe ich. Also diesen Blick ist auch wirklich ein wichtiger Zugang für mich in meiner Zusammenarbeit mit Kunden. Wir nennen das die Lichtblickkunden. Oh, schön. Ja. Die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet haben, nur das selber die Augen geleuchtet haben, das Herz ist aufgegangen, das hat wirklich große Freude gemacht. Also, und dort zu beginnen ist für die meisten relativ einfach, weil genau, die können meistens immer ein oder zwei Personen finden, wo sie gerne mit denen, richtig gerne mit denen zusammengearbeitet haben, gell? Ganz genau, ja, das ist ein schöner Einstieg und es macht auch gleich auf, es macht gleich das Herz auf. Man hat auch in der Arbeit gleich eine ganz andere Energie. Also wenn da der Fokus drauf geht, ah ja, da kann ich mich noch erinnern, und dann werden teilweise wirklich die einzelnen Kunden beschrieben und schwupps, dann die anderen Sachen, die kann man dann wirklich ganz schön darauf aufbauen. Sehr gut, okay, alles klar. Also auch eine Wunschkundenannäherung ist möglich für einen Ideenhelden und als Fokussierung. Okay. Also, du hast mir mal gesagt, dass die Ideenhelden mit Magiern was gemeint sind. Ja. Was meinst du damit? Was steckt dahinter? Ja, also ich arbeite sehr gerne mit Vergleichen, weil das macht es einfach, transportiert viel besser auch die Botschaft und das ist viel schöner. Und so ein Magier, das ist für mich so ein ganz faszinierender Mensch. Mhm. Das ist ein Mensch, der andere überrascht, ne, Verblüffung hervorruft und oftmals unerwartete Dinge tut. Und da sehe ich die Ideenhelden auch einfach. Mhm. Wenn ein Ideenheld auf mich zukommt, auf den ersten Blick erkenne ich gar nicht, was alles dahinter steckt. Und dann packt ihr so nach und nach die Sachen aus. Hier kommt mal das rote Tuch, dann kommt mal der Hase aus und dann kommt mal, weiß ich noch, drei Bälle und drei Fahnen. Also wirklich dieses, zu schauen, was kommt da alles hervor. Und bei einem Magier sehe ich auch so, ich habe dann so das Bild davor mit so einem, der hat so einen großen Hut. Und aus diesem Hut zaubert er die Sachen. Und zum Thema Elevator Pitch sehe ich es beim Ideenhelden auch so, dass ich dann mich einstelle auf mein Gegenüber und gucke, was von meinen vielen Dingen zauber ich jetzt aus dem Hut? Und was sage ich den Leuten, was ich mache?
Also ich werde nicht den ganzen Hut auskippen und sagen, also ich mache dies, jenes und noch und das, genau. Das würde Magier nie tun, weil dann wäre die ganze Überraschung futsch. Aber er würde sagen, schaut mal, liebe Leute, mal, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier ein weißes Kaninchen oder einen roten Ball. Und genauso sehe ich das auch bei uns Ideenhelden, wirklich mit Spannung, mit Spiel, Spaß und Freude die Sachen aus dem Hut zaubern, die wir parat haben und dann natürlich auf den Kunden abgestimmt präsentieren. Aber das, deswegen war irgendwie, mir kommt dann immer so dieses, ja, das ist doch wie beim Magier. Ja, das ist doch. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, weil ich weiß, welchen Stress es bedeutet für Menschen, die sich nicht festlegen können oder wollen oder gar, wo es gar nicht notwendig wäre, weil sie so vielfältig, wunderbar vielfältig sind. Das entlastet auch diese spielerische Herangehensweise, gell? Okay, also, das haben wir mit dem Magier erklärt. lass uns über die visionäre Ebene des Elevator Pitches sprechen, denn Ideenhelden sind visionäre Typen. Ja. Sie haben große Träume vielleicht, viele Ideen und Sachen, die sie bewegen, verwirklichen wollen. Was ist die visionäre Ebene des Elevator Pitches? Ja, also die visionäre Ebene finde ich ganz, ganz wichtig bei Ideenhelden und auch, weil Ideenhelden oft auch Kunden anziehen, die auch auf dieser Ebene sind. Ja. Du kennst das auch, wenn sich Menschen treffen, die mit gleichen Visionen unterwegs sind, das verbindet sofort. Ja. Da ist sofort ein Zug zueinander und das haben wir auch beide gemerkt, ne, beim Instagram. Wir haben vor allem gemerkt, wir sind beide total albern und das gefällt uns und den anderen jeweils. Genau. Ja, ganz genau. Und im Elevator Pitch, die visionäre Ebene, die, ich sag's vielleicht mal an meinem Beispiel, als Ideenheldin und Business Coach unterstütze ich vielseitige Menschen, ihr Business aufzubauen und ihre 1000 Ideen unter einen Hut zu bringen und klar nach außen zu kommunizieren, weil mein Traum ist es, eine Welt zu schaffen, in der vielseitige, verrückte, kreative Menschen sie sein können, sich ausleben können und die Welt dadurch zu einem lustigeren, abwechslungsreicheren und schöneren Ort zu machen. Ja. Dann habe ich gleich diese Ebene mit dabei und ich ziehe dadurch Kunden an, denen das auch wichtig ist, die Schnauze voll haben davon, von dieser harten Businesswelt und wo man ganz ernsthaft arbeitet und schafft und hart arbeitet. Und wenn ich diese Vision mit rüber transportiere, dann weiß ich, oh ja, ne, da kommt eine Leichtigkeit und ich ziehe halt wirklich die Kunden an, die auf dieser Ebene der Vision auch zu Hause sind. Und deshalb finde ich es gerade bei Ideenhelden eine ganz schöne Idee, diesen visionären Aspekt reinzubringen. Also sich zu fragen, ne, was will ich der Welt schenken? Womit kann ich die Welt zu einem besseren Platz machen? Und das auch wirklich zu kommunizieren. Ich finde das total schön und ich denke, hey, ich habe gerade gedacht, das könnte man machen, als auch nicht Ideenheld. Ja, also, yeah. Weil diese Vision zu übertragen ist ganz, ganz bedeutsam für jeden Einzelnen, der eine solche Vision hat. Und warum nicht das auch mit aussprechen in seinem Elevator Pitch, oder? Ja, genau. Also ganz tolle Idee, ja, wirklich. Also für Ideenhelden und Nicht-Ideenhelden. Genau. Ich denke schon die ganze Zeit, was ist die Antithese von Ideenhelden, weil das die einfallslos Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich mache nicht Spaß. Ich mache nicht Spaß. Ja. Wir finden ein gutes Wort auch dafür, die Nischenpositionierten, keine Ahnung. Ja, die Anne Heinze hat ja den Begriff des Tiefseetauchers geprägt. Ah, Tiefseetaucher. Das ist auch eine schöne Idee, ne? Also jemand, der wirklich in ein Thema ganz, ganz tief reingeht und da wirklich auch glücklich ist, seine ganze berufliche Laufbahn oder viele Jahre in diesem Thema unterwegs zu sein, ist ja auch toll. Also würde ich auch, hat auch wirklich alles so seinen Platz. Von daher. Absolut. Okay, das ist ein viel schönerer Begriff als die Einladung. Genau. Ja. Okay, alles klar. Also, du hast eigentlich schon vorhin ein bisschen erwähnt, also wenn man diese Magier vor sich hat mit seinen vielen Sachen, die er aus dem Hut sieht, ist leicht angesprochen, aber noch nicht genau erklärt. Nämlich, vielleicht ist in einem Kontext, an einem Ort, wo ich bin, was anderes wichtig zum Rausziehen aus dem Hut als an einem anderen Ort. Vielleicht würde ich nicht die weißen Hasen nehmen, sondern das rote Tuch beim nächsten Ort. Kannst du uns erzählen, wie kann ein Ideenheld sein Elevator Pitch in unterschiedlichen Situationen und Kontexten anpassen und einsetzen?
Ja, da ist die Intuition und das Reinspüren gefragt. Also sich wirklich auf das Gegenüber reinspüren und sich fragen, wo steht derjenige gerade? Was braucht er gerade? Wo ist sein, ich nenne das auch mal gerne, sein Kittelbrennfaktor? Mhm. Ne? Also wo ist wirklich der Punkt, wo er die größte Sehnsucht oder den größten Schmerz hat, was zu verändern? Und sich das darauf einzustellen. Also wirklich zu gucken, was ist in dem Moment wirklich das, womit ich am meisten punkten kann und am meisten die Neugierde schüren kann. Und also ich habe zum Beispiel zwei Bereiche so in meiner Beruf, wo ich immer wieder auch merke, so das sind zwei ganz unterschiedliche Bereiche, die kann ich und will ich auch nicht zusammenfügen. Und ich weiß, also bei den Natursachen, Wildkräuter, Wanderungen und sowas, da rede ich davon, dass ich noch berufliche Träume mit verwirkliche. Aber da rede ich gar nicht von Ideenhelden und so weiter, sondern da geht es darum, dass ich sage, ja, die Gesundheit und, ne, und die Natur zu schätzen und so weiter. Und, ja. Und mit den Ideenhelden, ne, da ist ganz klar, wenn ich da Menschen gegenüberstehe, wo ich weiß, ne, das sind Ideenhelden, da ziehe ich dann einen ganz anderen Elevator-Pitch aus meinem Zauberhut, ja. Und trete ganz anders auf. Und genauso, also es gelingt nicht immer wirklich nur ein Bereich zu haben, ein Dach. Also manchmal ist es schon, dass es wirklich zwei Bereiche sind. Und die vollkommen losgelöst sind voneinander. Ja. Genau. Und das ist auch in Ordnung, das geht auch. Also, aber wirklich zu gucken, okay, wem bin ich da jetzt gegenüber? Ne? Wo passt das eine oder wo passt vielleicht das andere? Und dann auch mit den Berufsbezeichnungen jonglieren, mit den Themen jonglieren, mit der Vision jonglieren. Also da wirklich kreativ sein und wie so ein Set von Elevator-Pitches zu haben und dann, genau, und aus dem Hut immer mal wieder den einen rauszuziehen. Ja. Da kann man wirklich ein bisschen spielen und zu schauen. Und auch, was ich auch ganz wichtig finde, das Feedback immer so ein bisschen abzuholen, zu gucken, okay, wichtig. Habe ich da jetzt die Neugierde geweckt? Ist da jetzt Interesse oder ist es total verrückt und keiner versteht mich mehr? Also da wirklich zu gucken und es immer wieder anzupassen. Also auch ein Elevator-Pitch ist nicht in Stein gemeißelt. Ja. Also ich habe auch meinen Elevator-Pitch in den letzten 2-3 Jahren immer wieder angepasst und nochmal da eine Nuance verändert und da. Es ist einfach, das Leben ist Veränderung und total. Ganz schön variieren. Ja, wir brauchen noch eine Weile, bis wir merken, welche Wörter, die wir nutzen, erzeugen eine Resonanz von unserem Gegenüber. Und ich habe das auch jahrelang geübt und ausprobiert, bis ich immer wieder hörte von meinem Gegenüber, oh ja, das bin ich, das brauche ich. Oder oh, ich kenne da jemanden, das sage ich, ich würde dich gerne weiterempfehlen, hast du eine Karte. Solche Begeisterungen und Aussagen, die dann kommen, lassen dich wissen, dass du die richtigen Wörter gewählt hast, die Resonanz finden, einen Einklang finden bei deinem Gegenüber. Und was du auch gesagt hast, was ich finde, ist es nicht nur für Ideenhelden relevant, sondern für Leute, die vielleicht in der Phase eine Brückenpositionierung sind. Das ist ein Begriff, was ich erfunden habe. Und zwar, vielleicht bist du ein Tiefseetaucher. Das war der Begriff, oder? Genau. Aber du weißt noch nicht, aus welchen deine drei Ideen du tieftauchen wirst in Zukunft. Ja. Du bist gerade in einer Überbrückungsphase. Also ich hatte zum Beispiel das bei mir. Ich wollte eigentlich Business- und Marketing-Coach werden für Coaches, Trainer, Berater, herzgetriebener Dienst, das, was ich heute tue. Aber am Anfang meines Businesses habe ich mich noch nicht so gut gefühlt damit, weil ich habe mich selbst noch nicht gut genug gefühlt, um das zu vermitteln und das bei anderen beizubringen. Weil ich wollte es mir selber in meinem Business beweisen, bevor ich halt mit anderen das mache. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was kann ich da vorher machen, wo ich mich bombensicher fühle? Und die Antwort für mich war, okay, ich fühle mich sehr wohl dabei, mich als der virtuelle Coach zu positionieren und zu sagen, ich bringe dir bei, wie du Online-Coachings durchführst oder Online-Techniken nutzt, um dein Business aufzubauen oder Online-Marketing oder vielleicht als Webinar-Trainer vom Offline-Trainer zum Online-Trainer. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich dieses Train the Online-Trainer und Train the Online-Coach hatte. Und in dieser Überbrückungszeit habe ich auch irgendwie verschiedene Elevator-Pitches bereit gehabt. Und wenn ich vor einem Trainer stand, habe ich nur über das Train the Trainer gesprochen oder Train the Online Trainer. Wenn ich vor einem Coach oder Entrepreneur war, ging es um
ja, wie kannst du dein Business online ausführen? Ja, so das heißt, es betrifft nicht nur Ideenhelden, sondern auch Leute, die in dieser Brücke, die Überbrückungsphase sich befinden. Ah, das ist ein toller Punkt. Ich finde das auch so interessant, wie du das gerade so beschrieben hast. Bei mir war es auch ähnlich. Ja. Und ja, ich bin dann so über die Berufung reingekommen, ne? Also so, finde deine Berufung. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie reicht mir das nicht, ne? Ich möchte gerne, ne, dass dann auch daraus ein Business entstehen kann, dass das noch solider wird. Und dann kam wieder das Marketing und Business-Know-how kam wieder ins Spiel. Und so hat sich das wirklich entwickelt. Und dann waren es am Anfang nur die Berufseinsteiger. Dann habe ich gedacht, nee, aber auch Menschen, die schon 1-2 Jahre im Business sind und sich da auch wieder verzetteln, kann ich auch sehr gut helfen. Und so hat sich das immer entwickelt. Und stimmt, jedes Mal hat sich dann natürlich der Elevator-Pitch geändert und der ganze Auftritt und irgendwie waren das immer wieder Nuancen. Aber das ist ja auch das. Und wir gehen ja, das finde ich auch mal eine sehr schöne Vorstellung, wir gehen ja irgendwie so unseren Weg und nehmen so unsere Klienten auch mit. Und das, was wir dann so für uns auch erfolgreich leben, da können wir zeigen, hey, schaut mal, ne, so geht's und probier mal aus, ob das für dich auch vielleicht ein Weg war. Und das finde ich auch sehr entspannend, da wirklich zu gucken, ne, wo ist meine eigene Positionierung jetzt? Ne, und dann habe ich das alles gelebt und dann ändert sich das vielleicht aber auch nochmal, weil ich mich auch verändere. Ne, und es ändert sich voll gern. Ich bin immer wieder überrascht. Also ich fühle mich zwar sehr, sehr angekommen in meiner Positionierung und auch in meinem Elevator-Pitch, aber doch immer wieder Feinheiten, ja. Die sich anpassen von Jahr zu Jahr oder neue Themen, die hinzukommen, weil das ist auch das Ding, ne? Also nachdem man etwas sehr, sehr lange gemacht hat, vielleicht brennt die innere Leidenschaft nach wie vor dafür, mhm. Und vielleicht wird es an einigen Stellen zum alten Brot und man braucht was Frisches. Ja. Und dann nimmt man einfach ein neues Thema hinzu, eine Weiterentwicklung, wo, ja. Weil man eben sich weiterentwickelt, also jedenfalls im besten Fall. Ja, ich finde auch, also deshalb liebe ich auch so auch das Online-Business. Es gibt immer so viele Sachen noch zu entdecken und auch mit der ganzen Technik drumherum und noch ein anderes Medium. Und also das ist wie, ich sehe das auch wie eine große Spielwiese, muss ich ehrlich sagen, wo ich mich total freue. Ah ja, jetzt ja, werde ich mich nochmal in Camtasia richtig reintigern und dann kann ich noch da. Und dann merke ich, das ist so vielseitig und so vielfältig und das ist total schön. Und danach, da ändert sich dann auch immer mein Business damit. Ne? Dann ändern sich die Angebote, dann wird es da noch ein bisschen virtueller und da kommt noch mehr Videos und das finde ich so toll. Also wirklich so dieses, einerseits das Thema ist schon schön, so ein gewisser Faden, der ist da, aber da gibt es ganz viel rechts lang und links lang und nochmal eine Schleife drehen und da wieder, also und das ist auch das Tolle wirklich am eigenen Business, bin ich jedes Mal immer wieder aufs Neue begeistert, wie viel Möglichkeiten wir haben, unser Business zu leben und unsere Freude damit wirklich ins Leben zu bringen. Ja, absolut. Ich bin ganz bei dir. Und wenn du Ideenheldin bist, und das bist du, das weiß ich von dir, sonst wärst du gar nicht auf diesen Weg gekommen, dann eben, wie du sagtest, also diese Abwechslungsreiche ist ja deine Luft zum Atmen. Und ich habe auch gerne die Abwechslung als Tiefseetaucherin sozusagen. Diana, ich denke, diejenigen Ideenhelden und Heldinnen, die zugehört haben heute, sie haben ganz viel Inspiration, Impulse bekommen, wie sie ihr Elevator Pitch in Zukunft vielleicht anders gestalten können, auf eine Art und Weise, die für sie stimmig ist. Gibt es irgendein letztes Wort oder Tipp, was du auf den Weg geben möchtest für die Ideenhelden, für ihr Elevator Pitch? Ja, also ich würde echt wirklich gerne diesen spielerischen Aspekt nochmal euch ans Herz legen. Also probiert das aus, schaut, was kommt für ein Feedback und traut euch da wirklich ran und nichts ist in Stein gemeißelt. Also wenn du jetzt heute sagst, das ist der Wunschkunde und morgen merkst du, aber da ist doch noch eine kleine Änderung, so das ist völlig in Ordnung. Also Dinge können auch nochmal verändert werden, wenn die Botschaft stimmt und wenn du weißt, was du aus deinem tiefsten Herzen der Welt schenken möchtest, dann ist da auch Abwechslung möglich und probier es aus und spiel damit. Also das ist wirklich was mir sehr am Herzen liegt, da diesen Druck und diese Angst rauszunehmen und einfach zu sagen, hey, wie der Magier, ne? Zieht was aus dem Hut und genau, probier und schau, kommt da der weiße Hase, kommt der rote Ball, kommt die gelbe Fahne. Aber wirklich ein bisschen spielerischer und leichter damit umzugehen. Also
das möchte ich gerne dir noch mitgeben. Auf den Weg gehen, sehr, sehr schön. Diana, wo wenn man sich heute identifizieren könnte mit dieser Bezeichnung Ideenhelfer, wenn du gerade zuhörst, lieber Zuschauer oder Zuhörerin, und du denkst, ja genau, ich bin ein Ideenheld und ich möchte dieser Bewegung beitreten. Wo findet man dich online, Diana? Wie kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Also ich bin unter www.ideenhelden.com erreichbar. Da schreibe ich auch nochmal, was genau ist dieser Ideenheld und wie kann man damit umgehen. Gebe wirklich viele Tipps, auch im Business, sein Business ideenheldengerecht zu leben. Und ich habe auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, die heißt auch Ideenhelden. Da ist ganz viel Austausch, weil ich finde diesen Community und diese Gemeinsamkeit so wichtig, sich da wirklich zu vernetzen, auszutauschen. Also wenn ihr unter Facebook schaut, die Ideenhelden-Gruppe, da findet ihr ganz viele Ideenhelden und könnt auch mal schauen, wie ticken so die anderen und wie lösen dies. Und ja genau, dann habe ich noch eine Facebook-Fanpage unter meinem Namen, Diana Grabowski. Also ich denke mal, das sind so die so ganz schöne Zugänge zur Ideenheldenwelt, zur Ideenhelden-Community. Sehr, sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Weitergabe deines Wissens. Fand ich ganz, ganz großzügig und hat mir eine große Freude gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ja, für mich auch. Also vielen, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Und da meine Begeisterung für das Thema auch in die Chaka, in die Welt streuen durfte nochmal. Und vielen Dank auch an die Zuschauer, dass sie sich die Zeit nehmen und Zuhörer, dieses spannende Thema nochmal zu beleuchten und ja, zu integrieren. Dankeschön. Tschüss, Diana. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.